Tag der offenen Tür auf dem Geflügelhof Schönicke kümmert sich der Kollege Sven Flohr weiterhin um die Frage, was als erstes da war. Das Huhn oder das Ei? Martin, ob wir diese Frage heute klären können, das weiß ich noch nicht genau. Wir lassen uns einfach auf uns zukommen. Wir sind aber tatsächlich mittlerweile angekommen auf einem riesengroßen Areal. Was genau hier passiert, das können die Gastgeber am besten sagen. Ich bin froh, dass sie da sind. Ruth Staudenmeier und Henna Schönicke. Moin erstmal. Moin. Guten Morgen. Was ist denn hier normalerweise auf diesem Gelände? Was findet man sonst hier vor? Also hier sind auf diesem Gelände 18.000 Hühner, die frei rumlaufen. Und da sitzen wir jetzt mit in der Wiese. Wir haben heute alles rund um Huhn und Ei. Vom Essen und Trinken über Fitnessrezepte, Kinderbespaßung. Hier ist alles, was man für Landleben heute braucht. Super hier, gerade für die Kindies. Super Sache, dass man auch mal sieht, wo die Lebensmittel herkommen. Die Strohburg, weil man da so viel Süßigkeiten essen kann. Was war zuerst da? Das Huhn oder das Ei? Das wird die Frage des Tages. Bis dahin erstmal alles gut ins Funkhaus.